Superleichte Zeichnungen. Hallo und herzlich willkommen zum Kanal Superleichte Zeichnungen. Heute werden wir Rebecca Rabbit mit ihrer schwangeren Mutter zeichnen und ausmalen. Lasst uns anfangen zu zeichnen. Um zu beginnen zeichne ich Rebecca Rabbit. Ich zeichne ihre Augen, die Form ihres Kopfes. Ihre Nase und ihr Mund ist wie ein O geformt. Sie sieht sehr aufgeregt aus. Ich zeichne zwei Kaninchenohren auf ihren Kopf. Ich zeichne ihren Körper und ihren Arm, sodass es aussieht, als würde sie auf etwas zeigen wollen. Ich zeichne ihren Schwanz. Jetzt zeichnen wir ihre Mutter. Ich zeichne ihre Augen. Die Form ihres Kopfes. Dann zeichne ich ihre Nase, ihren lächelnden Mund und ihre Wangen. Ich zeichne zwei Hasenohren oben auf ihren Kopf. Ich zeichne ihren großen Bauch. Sie ist schwanger. Ich zeichne ihren Schwanz. Und jetzt zeichne ich ein Kaninchenbaby in ihrem Schoß. Etwa so. Ihre Augen sind geschlossen, wie niedlich. Rebecca wird eine große Schwester sein. Yippie! Jetzt benutze ich diesen dicken, schwarzen Marker, um unsere Zeichnungen besser sichtbar zu machen. Fangen wir mit dem Ausmalen an. Zuerst färbe ich Rebecca Rabbit. Ich male ihre Haut mit diesem Marker an. Ich male ihre Nase und Wangen mit verschiedenen rosa Markern. Dann benutze ich Fuchsia und Hellrot für ihren Mund. Schließlich verwende ich Aquamarin für ihr Kleid. Jetzt malen wir ihre Mutter an. Für ihr Gesicht verwende ich denselben Marker wie für das von Rebecca. Ich male ihre Nase und Wangen mit verschiedenen rosa Markern. Dann benutze ich Fuchsia und Hellrot für ihren Mund. Dann färbe ich ihr Kleid gelb. Jetzt male ich ihren Bauch mit diesem rosa Marker an. Das Baby male ich in Gelb und Rosa. Es hat eine blaue Decke um sich herum. Es wird ein Junge sein. Zum Schluss habe ich noch ein wenig Blau in den Hintergrund gemalt. Bravo! Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ein Like und abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.